Ja, neben der Freude im Moment natürlich auch das Gefühl der Wertschätzung, weil der Prototyp der Proteine, die wir in diesem Projekt entwickeln wollen, hier in meinem Labor in Bern entstanden ist. Andererseits bedeutet der Grant natürlich auch, dass ich jetzt 6 Jahre lang mein Lieblingsforschungsprojekt durchführen darf und das mit meinen most favorite Kollaboratoren und auch mit gesicherten Finanzen. Das ist ganz toll und ich freue mich sehr darauf. Ja, im Prinzip eine optogenetische Revolution auszulösen, also so im Stil des kleineren CRISPR-Cas. Wir wollen Zellen im ganzen Körper der exakten Steuerung durch Licht zugänglich machen und damit eine neue Welt für Forschungsansätze, aber auch Therapieformen eröffnen. Und da es sich ja um ein Basic Research-Projekt handelt, wollen wir natürlich die unerforschten Opsine aller möglichen bizarren Lebewesen entdecken, verstehen und rationalisieren und diese dann in die Forschung einbringen. Wir arbeiten ja im Team auf der kompletten Skala, also von der atomaren Funktion im Femtosekunden- und Angströmbereich bis zum komplexen Protein-Engineering und dann bis hin zum ultrakomplexen System oder menschlichen Körper. Und ich bin eigentlich der Nivo-Part. Und bin damit, oder beschäftige mich damit, gezielte Fragestellungen in der Forschung zu behandeln, um unser Proteindesign zu verbessern, aber auch um neue Möglichkeiten in der Forschung aufzuzeigen und auch potenziell neue Therapien zu entwickeln. Ja, die sogenannten GPCRs, das sind die Proteine, die wir lichtsensitisieren wollen, sind ja die primären Angriffspunkte für Medikamente. Und 50% der Pharmaka zielen auf diese ab. Und mit unserem Projekt etablieren wir eine molekulare Toolbox, durch die wir ganz gezielt solche Rezeptoren lichtsteuerbar machen. Und man sieht ja schon, dass das einen ganzen Horizont neuer Möglichkeiten für die Pharmaindustrie, aber natürlich auch für die Forschung und die Medizin eröffnen wird.